willkommen in Hamburg. Es ist das 10. Intel Friday Night Game und wir befinden uns im CCA und es ist eine fantastische Stimmung. War das irgendein Länderspiel eben noch? Nein. Heute haben wir ein bisschen E-Sports mitgebracht, live nach Hamburg aus der ESL Pro Series. Hamburger, seid ihr wach? Seid ihr da, Jungs? Lass uns gleich mal über Spell und den Bash reden. Du bist ja ein ehemaliger Mausports Warcraft Manager, kennst die Jungs wie deine Westentasche. Was kannst du uns denn über das Duell erzählen heute Abend? Ja, ich würde sagen, es war, wenn man am Anfang der Saison geschaut hätte, eins der besten Spiele der Saison gewesen. Weil Bash letzte Saison 5., Spell 2., also ein absolutes Topspiel. Dann hat sich das über die Saison so ein bisschen dahin entwickelt, dass Bash auf einmal alles verloren hat und Spell ja gewohntermaßen doch ziemlich weit oben stand. Jetzt ist natürlich die brisante Situation, dass Spell heute mit dem Sieg auf jeden Fall auf die Finals kommt und Bash allerdings mit dem Sieg noch aus der Relegation rauskommt. Und entgegen aller Voraussagen aus der Community, dass Bash Spell sowieso gewinnen lässt, hat Bash gesagt, ja, ich will auf jeden Fall auch gewinnen und ich will aus der Rele raus. Um das auch mal richtig einzuordnen, beide nutzt nur ein 2-0. Nee, Spell nutzt auch ein 2-1. Okay, also Bash müsste 2-0 gewinnen, um aus der Relegation mal rauszukommen. Genau. Das heißt, er hat noch ein richtiges Ziel vor Augen. Davon werden wir uns gleich selber überzeugen können, wenn die Jungs nämlich hier sitzen und Rede und Antwort stehen müssen. Genug der Rede quasi zu den Spielern und da rufe ich zuerst auf unseren wunderbaren Bash. Großen Applaus für Mausports Bash. Da, Mikro auch gleich in der Hand, finde ich großartig. Soll ich es halten? Willst du es halten? Ja, komm, gleich da. Dankeschön. Wir haben uns erst letzte Woche in Köln getroffen. In Köln war ich dabei, das stimmt. Gegen den Jake. Mikro, warte mal, zack, kriegen wir hin. Gegen den Jake hast du gespielt. Ja. Hast da gewonnen, 2-1, glaube ich, war das? Ja, 2-1 nach 8 Niederlagen in Folge mal wieder ein Sieg. Und das, glaube ich, war genau zum richtigen Zeitpunkt. Ja. Aber erst ehrlich, das war zum richtigen Zeitpunkt mal wieder ein Sieg, denn heute hast du es dann dadurch noch geschafft, in eine Position zu kommen, wo du die Relegation vermeiden kannst, was ja ziemlich undankbar ist, oder? Ich habe den Fire 2-0 geschlagen, ihm dadurch die Finals fast versaut und ja, jetzt kann ich mit dem 2-0 die Relegation schaffen, mal sehen. Das ist eigentlich auch ein Motto, so kann man Rundumschlag, wenn ich nicht glücklich bin in der Saison, dann soll es auch kein anderer werden. Du kannst also wirklich nochmal jeden irgendwie ins Unglück stürzen. Ist das so dein Ziel, heute mal deinem Kollegen einen mitzugeben? Ja, eigentlich bin ich ja für Spell, ist ja mein Teammate, ich mag ihn ja auch, aber trotzdem, Fire ist auch ein netter Typ, also von daher. Und was mit dir selbst, also wenn du die Chance hast, würdest du den Sieg einfach nehmen, um die Relegation zu vermeiden, ist dir das wichtig? Ja, 2-0 würde ich schon gerne gewinnen, dann Rehle habe ich gar keinen Bock drauf, nach Köln zu fahren, 3 Stunden im IC. Deswegen gebe ich heute schon alles. Wobei Köln auch gar nicht so schlecht wäre. Trotzdem, wir sind, das ist dein Commitment. Du gibst heute Vollgas, damit wir auch im Publikum quasi oder wir als Zuschauer viel Spaß an dem Spiel haben. Das stimmt, genau. Okay, das nehmen wir erstmal so hin. Ich werde dich nachher darauf prüfen, ob das auch wirklich gestimmt hat. Ich werde genau hingucken, was du da wirklich auch Micro und so, wie gewohnt von dir. Wir kommen zu deinem Gegner. Was kannst du dem Neffes über ihn sagen, über den Spell? Ja, er galt oder gilt immer noch als bester deutscher Spieler. Mal sehen, wie er es umsetzt heute. Und das ist das Netteste, was du über deinen Freund sagen kannst? Ja, jetzt noch. Sag mal charakterlich, was ist denn da so drauf? Ist ja, so ja, hilfsbereit, nett, lieb und so weiter. Ah ja, okay, alles klar. Und wer schon so liebevoll charakterisiert wird von einem seiner Freunde, der muss ein ganz großer sein. Und deswegen ganz großen Applaus für Spell vom Team Mausports. Und der Spell ist ja schon groß, deswegen auch schon das Mikro auch selber schon bedienen, sag ich mal. Um das mal gleich mal zurückzugeben, was ist denn das Netteste, was du über Bash sagen kannst? Da gibt's nicht viel eigentlich. Scherz. Also ich kann eigentlich auch nur die Sachen, die er über mich gesagt hat, auch über ihn sagen. Also es ist halt eine gute Atmosphäre zwischen uns und deswegen ist es umso schlechter, dass wir heute so eine Ausgangsposition hier haben. Das ist ja schon, also schon ein freundschaftliches Verhältnis, ein Buddy-Verhältnis, kann man sagen, oder? Ja, ich denke schon. Aber ich glaube, das wird dann auf dem Schlachtfeld dann anders aussehen, auf den Maps. Und ich bin gespannt, wie das umzusetzen ist. Ich will die ganzen Fragen, obwohl ich brandheiß bin auf dieses Duell, gar nicht vorwegnehmen. Denn euer Interviewer, das ist der Jan Dominikus. Großen Applaus mal für Jan Dominikus, der euch nochmal zusammen interviewt. Viel Spaß damit. Danke, auf jeden Fall.
Danke an Alexander Albrecht. Ich hatte schon Sorge, dass er hier die beiden totquatscht und ich dann hier gar nicht mehr zu Wort komme, nichts Sinnvolles mehr sagen kann. Aber ich komme natürlich direkt auf die Ausgangssituation. Die ist natürlich sehr brisant zwischen euch beiden, kann man nicht anders sagen. Um das nochmal ganz kurz zu erläutern, wir haben es wahrscheinlich schon ein, zwei Mal gesagt heute, aber du brauchst einen Sieg, egal ob 2-0 oder 2-1, um auf die Finals zu kommen. Bash andererseits braucht 2-0, um noch aus der Relegation rauszukommen. Wie sehr ärgert euch das, dass das jetzt nach der Saison noch stattfindet, dieses Spiel? Oder wie sehr belastet euch das selber? Also für mich ist es sehr schade natürlich. Das Spiel hat jetzt eine sehr große Brisanz und wir haben beide sehr, sehr viel trainiert. Und dann müssen wir mal schauen, wer heute gewinnt. Also wenn er gewinnt, dann war er heute natürlich besser und dann gönne ich ihm auch, dass er dann aus der Relegation raus ist. Also das ist natürlich ganz interessant. Du bist nicht sauer auf ihn oder wirst auch nochmal irgendwann ein Wort mit ihm reden, selbst wenn er heute dich 2-0 wegmacht? Nein. Also du wirst nicht mehr mit ihm reden? Nö. Ja, also wenigstens ehrlich. Andererseits, Bash, du hast gesagt, du willst tatsächlich gewinnen. Das glaubhaft rüberzubringen, ist natürlich in dieser Situation schwer. Man muss das gar nicht beschönigen. Ich habe Read More mal diese Votes nachgelesen. Das sind, glaube ich, knapp 99%, die aufs Bell setzen. Also da glaubt wirklich kein Schwein, dass du noch mit aller Ernsthaftigkeit hier das Spiel verfolgst und auch gewinnen willst. Ja, wenn es nicht die Situation wäre, hätten vielleicht 97% auf ihn getippt, aber... Ja, wir haben ja auch eine große Verantwortung, finde ich, vor so vielen Fans, die hier sind und die bei Giga gucken, da können wir nicht irgendwelche Dinger verscheißen oder sowas. Ja, das finde ich ganz bewundernswert vom Bash. Das hat er mir eben auch schon erzählt, er will auf jeden Fall sich nicht nachsagen lassen, hier irgendwas verschoben zu haben in irgendeiner Weise. Das ist dir ganz besonders wichtig. Ja, klar. Alles klar. Dann zum Spiel heute habe ich noch eine andere Sache, die auch wieder ein bisschen brisant ist. Und zwar hast du dich vorbereitet mit dem du quasi die Finals versaut hast, nämlich mit Feier. Wie passt das zusammen? Wolltest du da ein bisschen was wieder gut machen? Ja, Feier hat die größte Motivation, dass ich heute gewinne und deswegen mir sehr geholfen gestern Abend im Training. Also du hast fleißig mit seinem ärgsten Konkurrenten trainiert. Wie gefällt dir das? Du wirst sowieso jetzt ja kein Wort mehr mit ihm reden. Naja, also mir ist das im Grunde egal. Also wenn er jetzt mit Feuer trainiert oder mit irgendeinem anderen Jungen ist, macht eigentlich keinen großen Unterschied. Das ist wahrscheinlich richtig. Deine Vorbereitung, wie sieht es aus? Ich habe gehört, du hast in letzter Zeit viel zu tun, viel Schule. Okay, jeder WC3-Spieler, egal bei welchem Spiel es ist. Jeder hat mal Geburtstag. Oma, Opa, Freundin, selber Geburtstag, dann Abi-Klausuren. Also eigentlich bereitet sich nie jemand vor. Bei dir sah es diesmal ähnlich aus. Reicht es denn, um ihn zu bezwingen? Also ich weiß nicht genau, ob es reichen wird. Also ich habe gestern nochmal mich rangesetzt, um das Matchup zu trainieren. Ich hatte ja Mittwoch das Spiel gegen Lash, weswegen ich eher Human Mirror trainiert habe. Und ich muss sagen, gestern ist es eigentlich gar nicht so schlecht gelaufen. Von daher denke ich, dass ich heute auf jeden Fall gewinnen kann. Was mich noch persönlich interessiert bei Bash ist ja, du hattest sensationelle 8 Niederlagen in Folge. War eine beeindruckende Serie an dieser Stelle. Danach, jetzt gegen Take, lagst du 1-0 zurück. Gab es nach diesem 1-0 so einen Moment, wo es irgendwie Klick gemacht hat? Weil danach ging es ja steil bergauf. Ja, das hast du ja auch gesehen. Ich war ziemlich deprimiert nach dem 1-0, weil ich wieder so schlecht gespielt habe und saß dann da 5 Minuten still und leise und dann hat es Klack gemacht, der Schalter wurde umgelegt und dann habe ich wieder gespielt, das, was ich eigentlich kann und gar nicht mehr so schlecht fand ich. Stimmt, am Mittwoch hast du es dann direkt fortgesetzt gegen Fire. Ist das für dich so eine Art Genugtuung gewesen? Ich erinnere mich da zurück an die letzte Saison, als dir am letzten Spieltag irgendwie die Finals durch eine 2-0-Niederlage noch verbaut wurden. Jetzt auch mal das... irgendjemand mal zu heimzuzahlen? Nee, wenn, dann müsste ich das Kurgnoll heimzahlen, aber der ist leider nicht in der Region, wo ich das könnte. Ja, vielleicht doch irgendwo ja schon, weil da, nee, stimmt ja gar nicht, Kurgnoll ist ja nicht, Taker ist ja abgestiegen. Verrückt. Es ging da so eng zu, das kann man sich gar nicht alles merken. Zwischen euch beiden jetzt, was würdest du sagen, Spell, wie geht's aus? 2-1 für mich. 2-1 für dich und du sagst wahrscheinlich 2-0 für dich. Du bist ja recht selbstbewusst, gehst du an die Sache ran. Ja, ich weiß nicht, also ich würde mich auch freuen, wenn ich verliere für ihn, aber trotzdem ich natürlich gewinne und gebe alles, aber wie es ausgeht, weiß ich nicht. Also ich denke, wir konnten das jetzt sehr eindrucksvoll widerlegen, diese These, dass das Spiel schon von vornherein entschieden ist für einen von beiden. Beide wollen unbedingt gewinnen, sowohl Bash als auch Spell. Ich würde sagen, ich verabschiede euch schon mal in die Game Rooms. Ihr bereitet euch davor und ich gehe rüber zu einem anderen sehr gern gesehenen Gast, der Marc Hoffmann. Also, ne? Ja, elegant, wie ich das wieder gemacht habe. Marc, dich sieht man ja recht selten auf Intel Friday Night Games. Du hast ja das Warcraft 3 Phänomen auch bei dir. Hier deine Zettel. Ja, danke Jan. Was habe ich für ein Warcraft 3 Phänomen? Du hast ja auch das Warcraft 3 Phänomen, dass ständig bei dir irgendjemand Geburtstag hat und du deswegen nie kommen kannst. Ja, finde ich schön, dass du mich darauf ansprichst, Jan. Ja, wunderbar. Ja, aber tatsächlich, ich habe wirklich das Phänomen. Das liegt daran, dass ich natürlich viele Freunde habe und deswegen...
gibt es auch mal Geburtstage, wo ich einfach mal feiern gehen muss, ja, gezwungenermaßen. Ich mag das ja eigentlich nicht. Ja, bin ja viel lieber vor dem Computer die ganze Zeit. Und ja, sieht man ja auch bei mir. Deswegen meine Augen. Weißt du, ja, deswegen. Aber um jetzt mal ernsthaft zu sein, ja, ich konnte die letzten zwei Wochen nicht mit dabei. Jetzt hast du ihn erst verstanden, Jan. Ne? Ja, dauert dann nicht. Ich hab's gemerkt. Ja, zwei Wochen war ich jetzt nicht mit dabei. Ich war das letzte IFNG Intel for the Night Game, wo ich mit dabei war, war in Berlin, soweit ich weiß. Ich habe verpasst in Köln und Frankfurt. Und Frankfurt. München. Nee. Ich kann jetzt weitermachen. Ups, waren es vielleicht doch drei Wochen, die ich gefehlt habe. Möglich wär's. Vielleicht auch acht. Nein, das ist nicht ganz, aber das verwechselst du mit der Niederlagenreihe von Bash. Mhm. Ja. Aber deine reicht schon ähnlich nah ran. Ja. Kann ich anders sagen. Auf jeden Fall freust du dich jetzt auch mal, wieder dabei sein zu dürfen. Ja, und insbesondere natürlich dann mit dir das hier machen zu dürfen. Ich frage mich jetzt gerade so ein bisschen, du hast ja gerade gesagt, du hast sehr viele Freunde, wo du oft auf den Geburtstag gehen musst. Jetzt frage ich mich natürlich, du kommst ja quasi aus Hamburg, ist ja ein Heimspiel für dich. Wo sind die denn alle heute? Ja, Jan, das ist wunderbar, dass du mich auf solch ein Thema ansprichst, denn vor weniger als fünf Minuten bevor die Sendung angefangen hat, habe ich mich noch bei dir aufgeregt und meinte, verdammte Angst, keine alle Freunde. Alle meine Freunde haben kurzfristig abgesagt. Meine Freunde haben mir kurzfristig abgesagt. Sie kriegen es einfach nicht gebacken. Ja, tatsächlich, es ist keine Sau gekommen. Ja, und hier an dieser Stelle vielleicht, mir fällt gerade kein Schimpfwort ein. Ein Beep. Ja, ein Beep, ein langes Beep an euch auf jeden Fall. Ist eine Schweinerei, dass ihr hier nicht dabei seid. Also dann haben wir das schon mal geklärt und deswegen würde ich sagen, kommen wir zum eigentlichen Thema der ganzen Geschichte hier. Und das ist natürlich das WC3-Spiel zwischen Spell und Bash. Und da kennst du dich ja nun mal tatsächlich so ein klein bisschen aus. Ja, auf jeden Fall. Ich habe übrigens, durfte ich heute den Job von unserem Sebastian Baschi-Weißer übernehmen. Und zwar war ich der Admin. Ich habe die Maps ausgewählt mit denen zusammen. Ich darf es dir sagen, die erste Map ist Turtle Rock, die zweite Map ist Tewinasen und die dritte Map wird höchstwahrscheinlich Secret Valley sein. Und ich habe für uns beide einfach mal so und auch für euch. Das freut mich persönlich, dass die erste Map Turtle Rock ist, weil es meine Lieblingsmap für dieses Matchup ist. Super, Jan. Dann wirst du höchstwahrscheinlich auch so kompetent sein und diese Map erklären können an unserem wunderbaren Board hier. Ich richte es dir auch ganz kurz ein. Ich hatte ja in Kunst immer eine 4 damals. Also. Ach, Jan. Oh, Jan, was machst du da? Komm mal. Siehste? Auf. Ja. Aber alles keinen Zweck. Aber ich mache es jetzt. Jetzt mache ich es. Ja, zack, Also es gibt 4 Startpositionen. Das erkläre ich mal ganz kurz. Die meisten werden jetzt sagen, was erzählt denn der? Das weiß ja jeder. Aber ich male trotzdem noch auf 4 Startpositionen. Na, jetzt komm. Da ist er noch. Wunderbar. Das Interessante, denke ich, wird sein direkt am Anfang, ob einer der Spieler hier startet und der andere hier. Denn dann ist der Weg hier extrem kurz, einmal hier rum. Und da sieht man relativ häufig dann einen Tower Rush oder zumindest so einen Milizenrush. Und damit kann der Nachtelf eigentlich schon komplett zerstört werden, bevor das Spiel überhaupt so richtig angefangen hat. Das ist immer sehr brisant. Also das auf jeden Fall der größte Nachteil wäre es für einen Nachtelfen. Siehst du wahrscheinlich ähnlich. Ja, auf jeden Fall. Du erklärst mir hier Sachen. Das stimmt aber. Die Wunschposition wäre natürlich, also unsere Wunschstartposition, einer startet hier oben, einer startet hier unten. Dann hätte man einen sehr, sehr weiten Weg, einmal hier über die ganze Karte, unterwegs kann man ein Liedchen trällern, dann kommt man hier irgendwann an und bis dahin ist die Militia-Time schon fast abgelaufen. Und das ist natürlich wiederum eine Sache, die das Spiel ein bisschen ausgleicht. Milizen sind ja eigentlich zur Base-Verteidigung da, deswegen würde ich sagen, das ist unsere Wunschposition, um ein möglichst schönes Spiel zu sehen. Ja, und dann würde ich sagen, das hast du wunderbar erklärt. Ja, warte, ich bin ja noch nicht fertig. Oh ja, dann muss ich wieder aufmachen. Nee, komm, jetzt lass mal, oder? Okay. Und ansonsten muss ich alles wieder aufmachen. Bist. Ja, danke, Jan, finde ich super von dir. Ich mache in der Zeit schon einmal das Spiel auf und ich musste ja eigentlich sagen, dass ich ja auf der ersten Map ganz eindeutig dafür bin, dass Bash gewinnt und zwar aus dem einfachen Grunde, dann ist die zweite Map einfach so vollgeladen mit Spannung, weißt du, der Bash steht einfach kurz davor, es klar zu machen, dass er doch nicht mehr in die Relegation muss und Spell muss einfach gewinnen, weil er damit dann versuchen kann, in irgendeiner Art und Weise noch auf die Final zu kommen. Ich muss dich ganz kurz unterbrechen. Ja, Jan? Ich würde mir ganz gerne nochmal die Spieler von Namen angucken, wie sie so ganz kurz vom Spiel aus sind. Bist du damit einverstanden? Ja, bin ich. Okay, dann gucken wir uns die beiden Spieler nochmal im Playersheet an, da sehen wir zum einen Marvin Bash Bartels von Nausport, 17 Jahre alt, aus Rodenberg, das ist auch nicht weit von Hamburg, in der Nähe von Hannover, habe ich mir sagen lassen, das ist wahrscheinlich doch ein bisschen weiter weg von Hamburg. Logitech MX510, seine Maus und MTW-Pad ist falsch, er spielt mit einem S&S Steelpad, er war ja vorher bei MTW, von daher noch das falsche Pad eingetragen, also S&S können wir wahrscheinlich gleich auch nochmal sehen, wenn wir da auf die Maus oder auf das Mauspad runtergehen. Jetzt gucken wir mal weiter erstmal und da sehen wir noch den anderen Spieler. Und das ist der Ming. Ming Nguyen, na wo ist er denn? Dürfte jetzt gleich auch bei uns im Bild auftauchen. Da ist er, wunderbar. Ming Spell Nguyen, ebenfalls vom Mausports, ebenfalls 17 Jahre und der kommt aus Elsfleth. Das ist wirklich jetzt mal im hohen Norden, kann man ja nicht anders sagen. Ja, nein, geht. Ne? Also ich wohne im hohen Norden, wenn man Schleswig nimmt, aber Elsfleth ist doch in Niedersachsen. Ja, aber fast an der Küste. Ja, und das ist doch nicht tiefer Norden, Jan.
Köln ist auch nicht tiefer das, Süden. Das ist Interpretationssache. Ja, okay, gut. Spielt auf jeden Fall Razer Copperhead und Steelpad 5L, also mit dem Neuesten vom Neuesten geht er da an den Start, der gute Ming. Er ist sicherlich heute irgendwo doch der Favorit dann am Ende. Wie es dann letztendlich ausgeht, lasse ich mal offen. Ja, das sollten wir auch offen lassen, das werden ja die Spieler unter sich entscheiden. Hoffen wir es zumindest. Hat dich das eben überzeugt? Bitte nochmal? Hat sich eben überzeugt, die Aussage von Bash? Ja, auf jeden Fall. Mich hat es überzeugt, eindeutig. Wunderbar. Mich hat es auch vollkommen überzeugt. Deswegen würde ich sagen, machen wir eine ganz kurze Pause, starten dann gleich mit dem ersten Spiel zwischen Bash und Spell auf Turtle Rock. Ihr bleibt natürlich wie immer dran und wir sehen uns gleich wieder. Gaming grade performance. Logitech. Jetzt können wir direkt reingehen aber auch. Ja, jetzt gehen wir rein. So, und da sehen wir es in gelber Farbe. Spell vom Team Mousewords, BenQ, geil. Das war's schon. Ja? Ich hätte noch Levicom, IndieWeb, Alternate, weiß ich nicht, was das da noch so alles ist. Auf jeden Fall haben die ganz, ganz viele Sponsoren. Ja. Weil die einfach so cool sind. Genau, mach jetzt den Zettel rein. Ja, Junge, hier, was meinst du, was ich hier mache? Hä? So, alles klar. So, ich mache jetzt einfach mal den Zettel rein. Aber beeil dich doch mal ein bisschen. Erklär doch mal bitte, was wir hier gerade sehen. Ja, wir sehen die Position, die wir uns gewünscht haben auf jeden Fall. Das ist nämlich total cross die Position. Einer startet oben rechts, einer startet unten links. Und ich denke, das wird ein sehr, sehr langes Spiel werden. Das vermute ich zumindest. Und interessant können wir auch direkt festhalten, bei Bash sehen wir einen neutralen Helden. Auf jeden Fall. Was wird es werden, Jan? Dark Ranger. Denke ich auch. Da bin ich mir ganz sicher auch. Das hat er auch vorher angekündigt und Spell hat auch zu mir eben gesagt, ja, ich musste mich gestern nochmal intensiv auf den Dark Ranger vorbereiten. Ja, das ist ja meine Aussage, ne? Ja, damit wollte ich mal unterstreichen, dass ich sehr viel Ahnung habe. Achso, ist dir gelungen, Jan, gar keine Frage. Wir sehen jetzt hier noch den zweiten Moonwill, der aufgebaut wird. Der Altar ist natürlich noch nicht fertig bei einem Neutral Hero. Dafür jedoch hier schon eine Militia, die wartet. Ah nein, sie scoutet weiter. Hat hier schon gescoutet, das sieht man daran, dass es hier ein bisschen heller ist, etc., etc. Und ich finde ja, es ist ja besonders spannend, wenn Jan jetzt Unrecht haben sollte. Dann beweist es mal wieder, dass du gar keine Ahnung hast, oder? Ja, aber ich habe nicht. Ich habe grundsätzlich nicht Unrecht. Das sag mal, sind die Heroes hier anders angeordnet? In wenigen Sekunden sehen, hier unten kann man noch ein bisschen verfolgen, wie lange es noch dauert. Es sind noch 2 Sekunden. Der Wisp bewegt sich schon ganz hektisch hin und her. Und jetzt kommt der Dark Ranger. Jetzt. Jetzt. Schwupp, da ist er doch schon. Da ist er. Summoned Wayfinder. Hammer Name. Geht auf den ersten Worker da, aber das...
hat der gute Spell wahrscheinlich einkalkuliert. Macht man ja normalerweise, wenn man jetzt in irgendeiner... Aber er lässt ihn nochmal kommen. Also da ist ihm das Creepset erstmal wichtiger. Wir sehen die beiden Spieler nochmal groß im Bild. Ja, während dieses Creepsets, die Creep hier oben, findet Wand of Illusion mit dem Arcmate. Hat aber auch schon... Ja, wunderbar gemacht, beide hast du gesehen? Water-Elemente. Ja, beide Water-Elemente. Jetzt mit einem Wisp. Ja, das ist ein Applaus wert. Und wenn wir dann mal schauen, fast Level 2 für den Dark Ranger, aber schon Level 2 für den Arcmage. Ja gut, der hat auch schon beide Creepsets gemacht. Ja, Dark Ranger das hier. Jetzt doch schon einen gehörigen Experience-Vorteil. Man kann ja sowieso mit diesem Dark Ranger unverschämt schnell die ganze Map creepen. Muss man auch mal erwähnen. Er hat ja jetzt schon vier Arten. Ja, es geht ja wirklich. Also er hatte jetzt nach diesem Creepset wieder vier neue Skelette. Mit denen macht er direkt den Shop, denke ich. Ja, wo man dann sagen muss, dass er ja höchstwahrscheinlich dieses Skelett zum Beispiel verlieren wird. Und dieses Skelett wird auch nicht überleben. Replenishment Potion. Was hat er sich natürlich erhofft? Höchstwahrscheinlich Lightning Shield. Lightning Shield, ja, denke ich auch. Ganz sicher. Für einen Night Elf da nicht so entscheidend. Es zieht sich jetzt zurück, hat er mit dem Arcmage gerechnet, ist aber nur eine Illusion. Aber man muss ja auch sagen, Lightning Shield, dafür wird er sogar extra nochmal eine Hand produzieren, oder? Denke schon. Ja. Also, um das richtig nutzen zu können. Was macht der da jetzt? Sich jetzt da zurück. Ich weiß nicht, will den Damage auf die Illusion lenken. Findet nochmal Wand of Illusion. Also ganz, ganz viele Illusions. Ja. Beide jetzt auch in etwa auf Level 2,5. Spell wird jetzt wieder einen kleineren XP-Vorteil herausspielen können. Dadurch, dass er das jetzt finisht. XP-Vorteil von vielleicht 100 XP-Punkten. Der jetzt aber egalisiert werden könnte. Ja, schön, schön gesagt. Super Wort. Endlich mal ein Fremdwort von dir. Ja. Endlich mal. Benutzt hier gerade auch noch die Replenishment Potion, finde ich hier. Ring of Protection. Da kann man auf jeden Fall was Besseres finden. Was meinst du, wenn das jetzt der echte Arcmage gewesen wäre? Ärgerlich, oder? Ja. Sieht natürlich sofort, dass er keinen Damage macht. Ja, aber jetzt sieht er gleich innerhalb der nächsten paar Sekunden von hinten Footman ankommen, antraben kommen. Muss jetzt schnell weg. Heide die doch. Bash. Ist nicht so gut. Erstes Archer fällt, zweiter Archer wird ihn jetzt in diesem Augenblick folgen. Direkt am Shop ist es fast Level 3. Level 3 jetzt aber schon für Bash. Nimmt jetzt auch einmal ganz kurz den Tomb. Hat er nicht gesehen, was das für ein Tomb war. Level 3 jetzt aber auch für den Arcmage. Und jetzt muss natürlich Bash flüchten. Da sehen wir Bash mit seinem Taschentuch. Achso, deswegen hier Aufruhr im Publikum, oder was? Das weiß ich nicht. War es deswegen? Hm, okay. Kennt ihr das noch nicht? Benutzt ihr immer? Ich habe auch das Gefühl, es war eine Lüge. Peinlich. Also, ja, fast auf Tier 3, Tier 2 muss man sagen, hier der Bash. Erzähl mal was, ja, genau. Ja, fast auf Tier 2. Sven ist übrigens schon auf Tier 2 angekommen. Und macht jetzt eine Expansion. Könnte ich mir zumindest vorstellen, dass es eine Expansion wird. Hat jetzt auch schon die Level 2 Water Elements, logischerweise ist auf Level 3. Und creept jetzt hier ebenfalls Bash, der jetzt hier anfängt zu creepen. Giant Sea Turtle, direkt die Natural vor seiner Base. Jetzt die Gargantua Sea Turtle. Will mit der Hand völlig auf Nummer sicher gehen. Also baut er extra nochmal eine Hand. Das ist diese Sicherheitshand, ne? Die sieht man ja immer. Gegen Power Rush, ja. Ja, diese Sicherheitshand. Ah, jetzt ein Dark Ranger. Ist ganz schön angeditscht. Angeditscht, schön gesagt. Und was findet er? Ist ganz interessant. Scroll of the Beast, ja. Das ist nicht so was Tolles. Da hätte sich sicherlich was Besseres vorstellen können. Eher Mitte, würde ich sagen. Baut jetzt auch glatt eine Expansion auf, gleichzeitig aber auch die Expansion auf der Seite von Spell, die jetzt hier aufgebaut wird. Wieder eine Illusion und Second Theorian. Ja. Mountain King. Gut erraten. Pandaren, ja. Brewmaster. Hätten natürlich auch die Naga sein können. Rein theoretisch gegen die Archer, meinst du? Ja, mit Fork Lightning. Und wir sehen zwei AOLs, ja, Ancient of Lores, in der Base von Bash produziert hier noch weitere Whips, währenddessen die Expansion auch noch weiter im Aufbau. Er schickt immer wieder Illusions. Er hat ja wirklich Illusions bis zum Abwinken gefunden, der nette Spell. Was hat er diesmal da erwischt? Hat es nicht eingesammelt, weil da kommt der Mountain King. Wand of Lightning Shield. Ja, gut, das ist gegen die Archer super. Ja, aber nicht so effektiv, als wenn es jetzt der Gegner vom Human findet. Gegen Human ist es ja gerade so krass. Ich denke mal, Bash. Super mega krass, Jan. Beide Lores jetzt gleich fertig. Bei Spell sind wir noch gar keine Tier 2 Gebäude bisher. Nee, das wundert mich auch ein bisschen. Liegt vielleicht auch daran, dass er gerade die Expansion aufbaut. Ich könnte es mir dadurch erklären. In diesem Augenblick aber gescoutet, die Expansion. Jetzt von treffen daher die beiden Armeen unten aufeinander. Wäre nicht schlecht, wenn du da mal hingehen könntest. Okay, Jan. Geht jetzt direkt auf die Expansion natürlich, der Spell. Übrigens hat er ausgebaut Defense.
Und die Expansion wird es nach meiner Meinung höchstwahrscheinlich nicht überleben. Immer wieder gehen hier zwar einige Footmen down, aber es bringt letztendlich nichts, denn die Expansion muss jetzt abgebrochen werden, wird auch noch abgebrochen. Heißt also, er hat das Gold wieder zu einem gewissen Teil wiederbekommen. Der Wiz stirbt auch noch, weiterer Footman. Wir sehen im Moment 36 Supply gegen insgesamt 33 Supply. Der eine Archer hier müsste eigentlich auch noch sterben, wird jetzt hier weiter noch verfolgt von der Footman. Und MK-Armee, weiterer Footman, der jetzt hier aber noch fallen muss. Zwei Water Elements, die hier guten Damage machen. Und ein Bolt, der jetzt hier eben den Archer gefinisht hat. Hand muss zurückgezogen werden, stirbt in diesem Augenblick. Drei Water Elements, das ist echt richtig hart, oder? Unglaublich viel Damage. Jetzt muss er auch noch aufpassen auf seinen Dark Ranger. Was macht er jetzt genau? Sollte, hat er noch ein Bolt? Hat noch ein Bolt, jetzt muss er verdammt aufpassen. Was machst du denn da, Bash? Bash? Jetzt kassiert er gleich. Nein, jetzt kassiert er den Bolt in diesem... Ah, gesilenced. Gute Aktion. Ja, aber jetzt kriegt er dafür jetzt den Bolt. Und das wird verdammt eng und der Dark Ranger fällt in diesem Augenblick. Hat er sich einfach überschätzt, muss man sagen. 37 Supply gegen 30 Supply. Und jetzt muss aber der Arc Mage aufpassen. Hat er eigentlich rein theoretisch noch einen Portal, wird noch einmal gestohlen durch die Dorade und kommt im letzten Augenblick mit 50 AP noch einmal weg. Gute Aktion, keine Einheiten sterben mehr. Ja, und der Kampf ist auch eindeutig besser für Spellos. Vor allem durch den Dark Ranger. Erstmal konnte er die Expansion abbrechen, zweiten dann den Dark Ranger kicken, das... würde ich sagen, eher eine Unkonzentriertheit oder Unaufmerksamkeit von Bash an der Stelle. Ja, ich glaube, er hat sich einfach überschätzt. Er hat einfach überschätzt, das Silence, das hat einfach nicht lang genug angehalten, wollte hier noch zu den Moonwelt, der sogar noch hier voll gewesen wäre mit 189. Spell jedoch verliert es ja auch nochmal ein Footman und 36 Supply gegen 39. Und man sieht es, die schenken sich wirklich nichts. Finde ich zumindest. Ja, denke ich auch. Ja. Also Bash versucht mit Sicherheit alles. Sehen wir jetzt inzwischen irgendwelche Tier-2-Gebäude bei Spell? Das würde mich mal interessieren. Ja, da sehen wir Arcane Sanctum. Zwei, glaube ich sogar, wenn ich das richtig erkannt habe. Eins. Links war, glaube ich, nur eins. Ja. Du bist unglaublich gut, Jan. Na, ich sehe halt ziemlich viel. Ja. Du ja nicht. Da ist der Bash und im Hintergrund Spell. So. Immer wieder mit Defend, gute Aktion. Jetzt muss er aber eigentlich aufpassen. Was ist denn hier mit dem Arc Mage? Der ist so angeschlagen auf 300 HP, hat zwar noch eine Potion mit, aber es kommt trotzdem an den Knappen. Durch auf die Expansion will die abbrechen. Ist ihm da auch völlig egal, wie viel er da verliert bei dieser Aktion. Und sowas ähnliches hatten wir erst letztens, als Mew gegen Hanf gespielt hat und da hat er es genauso gemacht und das war einfach erfolgreich, weil die Expansion einfach so unglaublich lange gebraucht hat und jetzt auf einmal kommen auch noch Militia hinzu auf der Seite von Spell. Will er hier versuchen, vielleicht sogar mit Towern sich durchzusetzen, man weiß es nicht, falls die Expansion jetzt noch nicht abgebrochen worden wäre und jetzt muss er aufpassen auf den Surround, vielleicht hier Surround versucht auf jeden Fall gegen den Pandaren Boomaster, der jetzt auch noch aufgeht in diesem Augenblick, Level 2 Pandaren Boomaster jetzt hier Surround, kommt er da vielleicht noch raus, kommt er ist wahrscheinlich nicht raus und der Pandaren Boomaster stirbt in diesem Augenblick. Jetzt muss man natürlich schauen. Ist der Dark Ranger wieder da? Da kommt er gerade, angestiefelt, der Dark Ranger. Man muss auch sagen, Spell macht ja auch ein unglaublich gutes Spiel, wie er die Militia aus seiner Base nachholt, um da den Hero mal eben zu kicken, ist natürlich nicht ohne. Um nicht zu sagen, er ist maßgut, oder? Ja, ist maßgut. Kriegt jetzt hier noch ein Footman. Disbuild, Level 4 in diesem Augenblick für den Dark Ranger. Ja, und Spell, also überschätzt die Situation ganz und gar nicht und portet sich einfach. Und ich denke, das war genau die richtige Entscheidung. 44 Supply gegen 36 auf der Seite von Bash. Der hat wieder seine Expansion verloren. Ich denke, das ist der Knackpunkt in diesem Spiel. Diese Expansion-Verluste immer wieder von ihm. Das würde ihn auf jeden Fall kirre machen. Und das erstens kostet es Zeit und zweitens natürlich kostet es ja auch Ressourcen, sie immer wieder abzubrechen. Was man quasi verbinden kann. Ne? Also es kostet einerseits Zeit, in der er keine neuen Ressourcen einsammelt und deswegen kostet es ihn auch wiederum Ressourcen. Zeit ist Geld. Jetzt wieder Surround um auf den Dark Ranger und der kommt wieder nicht raus. Das ist einfach unglaublich, wie oft er hier schon Surround hat. Hat er noch genügend Mana? Hat noch genügend Mana? Hat jetzt noch einmal gesigned, das bringt ihm vielleicht ein paar Sekunden. Sollte auf jeden Fall jetzt bauen. Portet doch, Bash. Das wird, oh Gott, im letzten Augenblick noch einmal geportet. Genau in der richtigen Sekunde. Aber Spell jetzt auch wieder auf 46 gegen 41 Supply. Also es bleibt weiterhin ein bisschen eng. Aber wieder der Scout der Expansion auf der Seite von Bash. Und ich denke, das wird ihn letztendlich das Spiel kosten. Immer wieder der Scout. Seine Echse. Dass seine Echse immer wieder gescoutet wird. Ja, ich meine, Bash weiß ja auch, da, wo Spells Expansion ist, aber er kann einfach nichts dagegen tun, weil Spell hat einfach im Moment die Map Control, kann man nicht anders sagen. Ja, auf jeden Fall. Bestimmt obwohl, hier, wo es lang geht. Von den Heroes her sind sie sogar noch gleich auf, so wie ich das sehe. Ja, sind gleich auf, wobei der Pandaren Boomaster sogar noch relativ nah dran ist, an Level 3. Wie ein Stückchen näher aufgrund des getöteten Peasants. Was gibt's da für ein Item oder was hat. Tomb of Experience jetzt für den Mountain King. Der wird natürlich Level 3 in diesem Augenblick. Was und Ring of Regeneration, würde ich sagen. Oder Boots of Speed. Ich weiß es nicht. Eins von beiden. Boots of Speed.
kauft man sich normalerweise nicht. Ich bin schon fast Level 5. Verkaufen hier einige Sachen. Kauft sich jetzt. Wird höchstwahrscheinlich noch eine Healing Score sein. Und Bash kippt wiederum weiter, will natürlich gleich, denke ich, die Expansion angreifen. Alles andere würde für mich ja jetzt recht wenig Sinn ergeben. Aber zwei Healing Scores, das ist schon richtig hart, möchte ich sagen. Das ist schon verdammt schwer jetzt, sich da irgendwie durchzusetzen. Was hat er da jetzt? Nur noch Rifleman, die machen natürlich auch noch besseren Damage gegen die Unarmed Dryaden. Level 3. Master Upgrade für die Bären, das heißt also Tier 3 hat das schon erreicht. Und die Expansion steht in diesem Augenblick. Erfolg also, 63 Supply gegen 50. Also das wird richtig haarig, das hier noch zu gewinnen. Und ich sehe Bash jetzt hier diese... Ja, er greift an, die Natural. Und seine Expansion wird wieder fallen. Ja, zumindest die im Aufbau befindliche Entangled Gold Mines. Oh, und da kommen wieder Militias mit hinzu. Ich denke, das wird jetzt auf jeden Fall ein richtiger Go auch auf die Base sein. Und ich weiß nicht, ob das Bash unbedingt aufhalten kann. Jetzt muss er aufpassen auf die ersten Dryaden. Jetzt geht es direkt auf den ersten Rifleman. Zwei Bären sind jetzt schon mit dabei. Schön gesilenced erstmal. Das sieht im Moment gar nicht so schlecht aus für Bash. Muss jetzt den ersten Bären nach Hause bringen. Und jetzt kommt von beiden Seiten auch noch die Einheiten Level 5 in diesem Augenblick für den Dark Ranger. Erste Dryaden müssen jetzt hier fallen. 47 Supply, 43 Supply gegen 65 Supply. Das sieht verdammt schlecht aus in diesem Augenblick für Bash. Der kann sich ja einfach gar nicht durchsetzen. Unter anderem auch noch die Militia mit hinzu. Jetzt kommt nochmal schöner Breath of Fire hier von dem Pandan Brewmaster gegen die Militia. Super macht. Erste Healing Scroll hier auch eingesetzt. Und der erste Bär muss sich jetzt eigentlich zurückziehen. Wird noch einmal mit dem Stuff auf Preservation nach Hause geschickt. Aber die gesamten Dryaden sind jetzt gefallen. Und wir gucken 41 Supply gegen 62. Und das sieht einfach nicht gut genug aus. Zwar drei Skelette hier mit am Start, vier Skelette jetzt schon. Aber der Mountain King weiterhin auf 300 HP. Das sind einfach noch zu viele HP, als dass er sich jetzt da in irgendeiner Art und Weise zurückziehen müsste. Jetzt wieder nur noch die beiden Heroes da im Kampf. Und die vier Skelette natürlich. Jetzt muss er aufpassen auf den Pandemic Boom Master. Er könnte vielleicht noch zurück. Kann jetzt noch nicht zurückgeschickt werden. Noch einmal ein Breath of Fire und der Pandemic Boom Master stirbt in diesem Augenblick. 55 Supply gegen 35. Das wird so unglaublich. Das kann eigentlich gar nicht mehr werden. Muss jetzt wieder auf den Mountain King aufpassen. Der Mountain King hat unendlich viel Mana aufgrund der zwei Mantle of Intelligence. Und es scheint mir beinahe so, als wenn es jetzt hier gelaufen sei. Jetzt hat er ein Mana-Punkt. Jetzt kommt der Boot und da geht der Dark Ranger down. Eieiei. Aber ich möchte mal sagen, das wird. Was möchtest du? Ist eigentlich nicht mehr möglich, das zu gewinnen, aus der Sicht von Bash, oder? Da sehen wir ihn wieder mit seinem Taschentuch. Ich glaube, das brauchen wir gleich noch für was anderes, außer für seine Maus. Da werde ich sicherlich die eine oder andere Träne vergießen. Achso, das meinst du. Was machst du denn? Nee, ich meinte auch Tränen. Jetzt hier wieder ein Bolt auf einen der Bären, der jetzt auch noch fällt. Merd, wird sich sicherlich gerade denken. 37 gegen 67, kein Hero am Start, gar nichts. Die Expansion kriegt er auch nicht mehr richtig ans Laufen, also... Sieht eher, ich möchte sagen, mittelmäßig aus, oder? Ja, also suboptimal, was er gerade für Bash abläuft. Auf jeden Fall. Reißt jetzt hier auf jeden Fall die Expansion ab. Jetzt kommen wieder Bären mit hinzu. Aber ohne jeglichen Hero. Ich glaube, so ein Hero ist da so unglaublich wichtig in diesem Zusammenhang. Hero ist bei Warcraft 3 meistens sehr wichtig. Das hat, ja. Hast du vollkommen recht. Danke, Jan. Danke. Aber jetzt, er verliert einen Bären nach dem anderen. 34 gegen 69, weil das ist auf jeden Fall nicht mehr aufholbar. Das geht nicht. Die Expansion läuft auch weiterhin. Er kann sich da auch noch so lange wehren. Aber man sieht es wohl auf jeden Fall. Bash versucht hier alles. Verliert jetzt noch einen Bär. Das hat einfach keinen Sinn mehr. Denke ich auch. Ist GG vom Bash. Ja, und GG würde ich auch sagen. Zunächst für Bash aus der EPS. Relegation, da hängt er jetzt wohl drin. Ja. Da führt für ihn kein Weg mehr dran vorbei. Ich denke, da wird er uns einige Infos zu geben, später in einem Interview. Auf jeden Fall. Oder vielleicht sogar jetzt. Ich glaube, wir haben ja jetzt auch meistens unser Game Room Interview. Ja, eigentlich schon normalerweise. Eigentlich schon. Also ich würde sagen, dieses Spiel hat auf jeden Fall daran gehakt, dass Bell einfach immer wieder die Expansion kicken konnte. Hätte er die eher fertig gehabt, dann hätte er vielleicht was reißen können. Also hätte Spell sie nicht immer unterbrochen. Ja, das sehe ich eigentlich ganz genauso. Am Anfang hatte ich sogar gesagt, dass Bash einen leichten Vorteil hatte. Und natürlich unter anderem auch aufgrund des Dark Rangers, der einen erheblichen Vorteil im Early Game verschafft. Und von daher
hätte das Spiel anders ausgehen können, wenn Bash nicht, vielleicht lag es aber auch einfach an der Position, ja, das kann man vielleicht auch einfach so sehen, dass es direkt vor der Base war und der Weg einfach kürzer war, fürs Ball da immer wieder hinzugehen. Es ist ja auch ein bisschen ungeschützter, muss man einfach mal so sagen. Er kann da ja einfach so wegrennen, etc. Die in der Mitte, die Expansion. Ja, genau. Ja. Vielleicht hätte er es besser versucht, rechts an der anderen Startposition. Richtig. Wobei da Spell auch nicht so einen weiten Weg gehabt hätte. Was, wie auch immer, ich würde sagen, ein Riesenspiel gemacht. Der Spell mit seinen vielen Surrounds hat sich auf jeden Fall verdient. Ich würde sagen, wir fragen erstmal die beiden Spieler, was sie denn zu dem Spiel so meinen. Und natürlich Alexander Albrecht im Game Room. Bitteschön. Okay, ich hoffe, ich bin drauf, Freunde der kurzen E-Sport-Unterhaltung. Das war ein souverän heruntergespielter Sieg, würde ich mal behaupten. Ja, man kann es so sehen, aber ich war natürlich auch ein bisschen glücklich. Ich habe dann den Helden getötet und das war halt dann das Ausschlaggebende. Kann man sagen. Ich bin mir gar nicht so sicher. Ich habe jetzt auch gar nicht dem Jan und dem Marc zugehört, weil ich hier oben keinen Empfang habe. Hast du die extra gescoutet vom Spell? Ja, yes, ich wusste, dass er ext, aber ich dachte, er ext ein bisschen früher. Dass dann der MK kam so früh, also da konnte die Exe gut halten, konnte meine kicken, das war ganz gut. Und dass er meine Level 4 Dark Ranger getötet hat. Kurz vor Moonwell. Da wollte ich extra nicht townporteln, weil ich dachte, sie schafft es noch bis zum Moonwell, aber... Ist das nicht zu riskant mit einem Level 4 Dark Ranger, dann so auf Risiko zu spielen und ein Spiel so leichtfertig aus der Hand zu geben? Ja, ich dachte, der MK Cooldown hält noch ein bisschen, aber im Nachhinein ist man natürlich immer klüger und hätte ich vielleicht porteln sollen. Wäre nicht so schlecht gewesen. Trotzdem, dein Grund, warum du nicht so richtig ins Spiel gekommen bist, konntest du extra nicht halten. Ich fand die Position auch ein bisschen strange, wo du geext hast, oder irre ich mich da? Ich habe gehofft, dass er sie nicht sofort scoutet und sie beim ersten Mal gleich durchkommt. Und dann wäre es anders ausgegangen. Aber so, das halt gut gemacht und gut gespielt und verdient gewonnen. Ich würde auch sagen, das sind ja die Original-Cevas von Bash. Ihr kennt die Story, ich erzähle die jedes Mal, wenn ich mit Bash hier unterwegs bin. Das Original-Ceva, ich glaube, den rahmen wir uns mal ein. Gibst du mir bestimmt mal mit, eins davon. Und das ist auch gar nicht so richtig nass. Oder hast du es gar nicht gebraucht, das hier? Die sind noch als Ersatz gedacht. Also, das Original liegt noch da. Oh, das muss ich mir gleich holen. Wie man sagt, gut, du kriegst du zurück, brauchst du bestimmt, denn wir sehen vielleicht noch zwei Maps. Oder hast du, ich meine, du sitzt ja auch am PC, du hast ja so ein Gefühl, wie es dir heute geht. Machst einen sehr, sehr souveränen Eindruck. Meinst du, du kriegst es jetzt 2-0 über die Bühne geschaukelt? Ich würde es natürlich gerne 2-0 über die Bühne schaukeln, aber ich denke, also er kann auf jeden Fall nochmal zurückkommen. Und ich muss mich auf jeden Fall konzentrieren und das Beste machen, was ich kann. Die zweite Map, die wir jetzt sehen, ist... Tirina Stand. Eieiei, da gibt es ja nur zwei Posis, wenn ich mich recht erinnere. Und das heißt, da gibt es keine großen Planspiele und keinen großen Lack. Was ist so deine Strategie für Tirina Stand? Ja, ich werde mir noch was überlegen. Bären. Alternativ, Bären, ja, das ist so die einfachste Antwort. Trotzdem, ist das einzige Rezept, das momentan gegen Human irgendwie funzt? Ja, also ohne Bären und Dryaden kommt man eigentlich nicht aus. Vielleicht, das hat Titan mal gespielt, also Maus-Titan. Der hat auch auf Tier 2 nur noch Dryaden gebaut mit ein paar Huntress, das kann man vielleicht auch machen, aber ohne die beiden Einheiten geht es einfach nicht. Hast du das Gefühl gehabt, du hast ein bisschen zu wenig Druck gehabt, zu wenig Kontrolle über das Spiel geschehen gehabt? Ja, wie gesagt, er hat meine erste Echse gekillt und deswegen hat er einen riesen Vorteil gehabt. Von Ressourcen her konnte er schön Rifles pushen. Ja, der hat es nicht geschafft, dann wäre es anders ausgegangen. Hinter mir, ich habe das Spiel beobachtet und hinter mir saß jemand, der gesagt, der Spell hat einfach ein unglaubliches Gespür dafür, wann er was machen kann. Sprich, wann kannst du creepen gehen, musst du wieder in die Defense gehen, wann kannst du in die Offense gehen. Woher nimmst du dieses Spielgefühl? Ist das einfach ein Bauchgefühl, das in dir ist? Ja, also ich kann es auch nicht erklären, aber ich bin eigentlich dafür bekannt, Smilecrits zu haben, anstatt jetzt diese Sachen. Die hat er Mio, glaube ich, perfektioniert, aber dass es jetzt so geklappt hat, das hat mir auch gefreut natürlich. Also heute, glaube ich, hast du ganz, ganz großes Mio-Talent bewiesen, glaube ich, und hast da auf jeden Fall zur richtigen Zeit die richtigen Dinge getan. Wir sehen gleich eine zweite Map, Tirina Stand, und mit euch beiden und dem Versprechen, dass ihr das Beste geben werdet, richtig? Na klar. Gehe ich ab in eine klitzekleine Pause und wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. We'll be right back.
Gaming Grade Performance. Logitech. Willkommen zurück in Hamburg zur zweiten Map zwischen Spell und Bash. Der Alexander Albrecht ist wohl verschollen auf dem Weg aus dem Game. AFK. AFK. Vielleicht ist er gleich wieder Reh. Man weiß es noch nicht genau. Mal sehen. Wir freuen uns auf eine zweite Map. Jetzt stellt sich für mich die Frage, wie ernst die beiden Jungs jetzt die zweite Map nehmen, nachdem Spell jetzt, oder beziehungsweise Bash, jetzt gar keine Chance mehr hat auf die Reh. Ja, das habe ich mich eben auch schon gefragt. Aber ich denke mal, Bash kann ja, ich meine, er kann ja jetzt trotz alledem nochmal die Zeit in der gewinnen. Ja? Es geht ja jetzt auch viel um die Ehre, es geht um Prestige. Und er hat ja, und das hast du, glaube ich, 28 Mal jetzt schon gesagt, er will auf gar keinen Fall sich nachsagen lassen, dass er irgendwie absichtlich verloren hätte. Und ich denke, er wird weiterhin alles geben. Und das hoffe ich auch. Denn Terwina Stand lautet jetzt die zweite Map, die wir jetzt für euch haben werden. Eine spannende Zweier-Map, würde ich sagen. Denke ich auch. Und wie soll ich das anders sagen, als dass ich sage, Terwina Stand soll ein Vorteil für Human sein. Ja, aber warum weiß man nicht so richtig? Nee, aber ich habe das mal gehört und deswegen sage ich es immer wieder. Aber es gibt auch natürlich ganz klare Merkmale auf der Map. Da bin ich jetzt gespannt. Ja, natürlich immer wieder die Brücken, das sage ich eigentlich auch immer wieder. Ja. Nachdem du mir dann zuwirfst, du sagst nie, wieso die Map für Human ist. Und dann sagst du immer, die Brücken. Nee, ich mache nicht die Brücken, sondern ich sage wegen der Brücken. Sollen wir schon mal Go sagen? Ja, ich würde auch sagen Go. Ja. Ich frage die mal, Go. Frechheit, Rehle. Sagt er da. Also Bash ist auf jeden Fall mal mehr. Und Spell sagt, es ist unglaublich lustig, wie die beiden sich flamen. Ich habe gefragt, wieso Marvin, also Bash, das dann alles so unspannend macht und einfach so verliert. Und dann meint Spell, ich habe einfach unglaubliches Micro bewiesen. Und Bash sagt dann, da verdient man noch nicht mal Kohle auf der Rehle. Denkst du wirklich, das ist so schlimm für ihn, dass er jetzt spielen muss, ohne dass man Geld verdient? Also aber nein, das ist nicht schlimm für ihn. Er verdient ja indirekt Geld, indem er wieder, oh, ich muss hier, glaube ich, noch auf Observer gehen. Oder bin ich da, oder? Nee, du bist noch nicht mal drin im Game, Jan. Ach so. Da war ja was. Bis jetzt aber Observer, ich würde sagen... Hi, sage ich da einfach mal. Ich sag ready oder frage ready. Go endlich. Spell. Na, was sagt er? Spell, zwei Fragezeichen. Spell ist anscheinend weg. Ready, GG, good luck, have fun. Er flirtet gerade mit dem Admin. Mit dem Bashi. Ja. Interessant. Aber sehr interessant. Ich würde sagen... Jan? Die geben nochmal beide, also spielen zumindest beide ihre Main Races. Ja, immerhin, das sollte man ja auch hoffen. Ich habe gehört, an dem Spieltag, den wir erst am Mittwoch hatten, am Wicked Wednesday, ja, sozusagen am letzten Spieltag, da hat ihm Lash wohl angeboten, auf der letzten Map, es stand 1-0 erst für Lash und dann 1-1 durch Spell ausgeglichen und dann soll ihm angeblich Lash wirklich angeboten haben, komm, lass du random spielen, beide ja, auf der letzten Map. Und ich weiß noch ganz genau, das war auch eines unserer Spiele, die wir mal kommentiert haben. Das hat Lash nämlich schon einmal gemacht, beide random, und dann konnte Lash gewinnen, 2-1. Ja, Lash ist ja auch bekannt dafür, dass er zumindest auch mit Nightdev gut unterwegs ist. Spell dagegen ist nicht so als überragender Random-Spieler. Und als Undead, er kann auch Undead, Lash. Der Lash. So gut also wie du vielleicht. Können, ne? Also, weiß die Hotkeys oder sowas. Nein, aber ganz im Ernst, er kann wirklich ein bisschen Undead. Ja, stimmt, ich hab's auch schon mal gesehen. Also gut von Spell, dass er das dann nicht gemacht hat, das wäre ja Wahnsinn gewesen. Stell dir mal vor, das war ja für ihn ein entscheidendes Spiel, hätte er das verloren, wäre er weg gewesen von den Feinds. Stell dir mal vor, in dem Moment kriegt er irgendwie Ork und spielt gegen Nachtelf und die letzte Map ist Turtle Rock. Wäre GG gewesen. Alt-Kuku ist das. Ja, Alt-Kuku. Oh, ein Experten-Trick hier. Jetzt. Gehen wir rein. Wir gehen direkt rein, oder? Ja. Gehen wir direkt rein und wir sehen eine Änderung in der Taktik von Bash, denn er spielt den Demon Hunter. Und oben sehen wir. Und Maddie fragt dich gerade, was ist der Alex Albrecht? Ja, ich antworte auch, ich bin so ein Typ.
Ja. Auch gegen Fire hat er dort gewonnen, schreibe ich jetzt. Jan braucht ein bisschen länger, wenn er tippt. Da ist es! Ja, stimmt auch, Bash. Ist auf Tyrenas nicht so schlecht. Ja, sozusagen beinahe eine Maschine, oder was? Eine Tyrenas Stand-Maschine. Aber auch Spell ist da. Tyrenas Stand-Maschine. Auf der Map ziemlich stark. Okay. Super Antwort von Alex Albrecht. Ja, der erste Archer kommt raus, was wird mal passieren? Hier natürlich der Creep, also nichts Besonderes, muss man sagen. Dann wird direkt abused. Aber ich frage mich, wieso kommt der Footman da noch so spät? Welcher Footman? Der dritte Footman. Ja, den hat man nie, wenn der Archmage... Ja, Jan, das sagst du jetzt. Es kommt immer der zweite Footman zusammen mit dem Archmage raus. Jan, bei mir? Ja, das stimmt, muss ich dir leider auch noch recht geben. Ärgerlich. Du brauchst natürlich auch ein bisschen länger, bis du den Altar baust. Von daher würde ich sagen, könnte es vielleicht daran liegen, dass dein Archmage immer kommt, Jan, wenn du gerade Jan, hast. Jan, also ich bin mir ganz sicher, wenn es hier 2-0 ausgehen sollte, dann haben wir ja immer noch ein bisschen Zeit. Ich weiß noch nicht genau, was wir machen. Ja, ich würde mich ja freuen, wenn ich gegen dich spielen würde. Jan, ich werde dich unglaublich vernichten. Glows of Haste hier gefunden. Fast Level 2. Hier oben Circuit auf Nobility. Und creept jetzt hier auch nochmal locker flockig. Das etwas schwächer auf der Brust ist, muss man sagen. Und jetzt, glaube ich, minimaler XP-Vorteil dadurch, dass er gedetonated hat mit dem Wisp. Und der Tech ist schon im Bau. Und was ist das? Es wird hier oben, denke ich mal, eine Fast Expansion geben. Ja. Hoffen wir es mal, ja. Wird eine Fast Expansion. Ist ja auch relativ beliebt. Hier ist es beinahe unmöglich. Ja, die Creeps sind ziemlich hart. Ja, es ist extrem echt hart. Einiges auf dem Kasten. So würde ich es auch ausdrücken. Und hier sind die, ist es ja ein grünes Creepset, jetzt sieht man ja, Blizzard hilft ja Anfängern, aber auch Leuten, die schon wenigstens ein bisschen können sollten. Hier ein grünes Creepset, da ein gelbes Creepset. Ja, und Bash rechnet tatsächlich mit dieser Fast Expansion, aber an der falschen Stelle, denn er läuft unten zu dem etwas stärkeren Creepset. Und hinter ihm rennt er rattenschwarz an Archern. Und jetzt wird er anscheinend... Gruppenformation an, siehst du das? In die Base. Gruppenformation an. Nun ja, fast Level 2,5 jetzt für den Archmage und die Fast Expansion sollte gleich stehen. Creept jetzt hier erstmal fleißig. Sollte sich... Also, da hätte der Sword auch dicht gemacht werden können, muss ich sagen. Was jetzt macht er kommt jetzt Spell genau? Wieder von oben. Oh, jetzt... Oh nein, jetzt ist das so... Oh Gott. Oh mein Gott. Aber er kommt doch raus. Na, kommst du raus? Oh Gott, nein. Oh. Ärgerlich für ihn. Mega-TT oder was? Roffel, Atomroffel, was auch immer. Das ist einfach nur peinlich. Und muss jetzt auch noch echt porten. Und verliert noch ein. Weiteren ein. Zwei. Na, oh. Guck mal, der fliegt noch. Warte mal, ich gucke mal hier. Da hat sich ganz schnell geheilt, ne? Elmo fliegt hier noch. Da! Bam! Stell dir mal vor. Was meinst du, wenn der jetzt gestorben wäre? Oder was meinst du, wenn das den Demon Hunter mit 2 HP getroffen hätte? Das wäre ganz schön ärgerlich gewesen. Ja, richtig. Aber es ist ganz schön ärgerlich auch, also dass man sich so surrounden lässt. Ich meine, das war ja auch mit Ansage. Ich habe, glaube ich, den Spruch schon mal gehört, aber dass er da versucht, mit den Milizen zu surrounden, stand vor 2 Tagen in der Bild. Ja. Den finde ich gut, diesen Spruch. Einer der wenigen von dir. So, fast Level 3. Der Herr Archmage vom Spieler Spell, vom Team Mouseboards. Übrigens in gelber Farbe. Expansion steht jetzt auch schon. Also es sieht nach einem Durchmarsch aus. Naga, Sea-Witch. Also das ist ja jetzt auch Free XP, die Archer für ihn irgendwie, oder? Er versucht ihn allein nochmal wegzubekommen, blockt sich aber selber. Jetzt geht's. Da hätte er hinterherlaufen sollen mit seinem Demon Hunter. Ja, aber da kommt auch die Naga. Ich weiß jetzt gar nicht, fängt er sich da wieder an den Schasten zu rauen. Also das ist echt unglaublich. Jetzt geht auch direkt auf den Archmage. Der ist auch angeschlagen. Hallo. Ich sag, er verliert die Naga. 100%ig Sword. Ah, da hat das Spell aber ein bisschen spät reagiert, oder? Ja. Jetzt blockt er. Guck mal, wie. Kann er jetzt das Creepset in Ruhe creepen? Ich denke nicht, denn da kommt Spell sofort von hinten angelaufen. Zweimal Glows of Haste, das ist gemein. Nein, tu es nicht. Bash. Oh Gott. Übrigens 3 Level 5 Creeps, also zu Recht ein gelbes Creepset. Jetzt muss er wieder weglaufen. Ah. Das Glück ist ihm auch nicht so ganz hold. Ne? Der Lightning Shit gecastet. Ach, von ihm gecastet. Von dem Renegade Wizard. Schön gemacht.
aber nicht besonders gut genutzt von Bash. Verliert man besser. AOW. Verliert den AOW. Kann jetzt immer noch einen Footman kicken. Noch einen zweiten. Ah, immer noch selber mitgekriegt. Wir gucken, 30 gegen 40 Supply. Ein Enforcer geht jetzt hier noch down. Demon Hunter runter auf 250 HP. Also, wie viele Units er in der Anfangsphase verloren jetzt hat. Jetzt muss er auf jeden Fall auf den Baum aufpassen. Ja, wenn er den Tree of Life, seine eigentliche Fast Expansion, jetzt noch verlieren sollte, dann ist... Vorbei. Kann er nicht rausgehen. Ja, jetzt Surround. Surround gegen die Naga. Das ist einfach Wahnsinn. Naga fällt jetzt natürlich. Zack. Naga ist gefallen. Also, was Bash hier heute abliefert, das ist wieder... Zumindest so ist man es gewohnt. Ja. Die gesamte Saison bislang. Nein, jetzt, also ich hätte schwören können, dass er da jetzt so ordentlich ist. Er knüpft wieder an glorreiche 0:8 Zeiten an in diesem Spiel. Projekt 08. Kickt hier zwar immer noch wieder Footman, Level 3 jetzt, aber das ist einfach nur... Ess doch Bäume, verflixt nochmal. Guck mal, wie Jan ganz liebevoll. Friss doch Bäume. Ja, wieso isst er nicht die Bäume, dann würde dein Baum wenigstens nicht sterben. Aber ich meine, jetzt gucken wir mal uns mal an. One... Also ein Demon Hunter gegen einen halben Hero und einen angeschlagenen Footman. Ah, die Creeps verprügeln weiter den Baum. Es geht ich finde so lustig, der Baum, dem so Bud Spencer mitten auf den Kopf haut. Ja. Zack. Zack, und dann wurde ihm der Creep auch noch geklaut. Jetzt Repair oder S-Bäume, mach irgendwas, wenn der Baum... Jetzt kommt er noch mit einem Wisp, na, das ist ja herrlich. Oh, er geht da down. Ja, das, da hat Bash auch keinen Applaus für verdient. Nee. Also ich habe selten einen erfolgloseren Fast-Expansion-Versuch gesehen. Ich habe selten gesehen, dass man sich in einem Spiel zweimal so doof surrounden lässt, oder? Ich meine, das war ja auch... Geh doch drauf. Ja, und der Arkwitch... Vorsichtig und kriegt auch noch die Experience. Ich werde Banane. Aber, und alles überlebt, nichts geht kaputt. Also spell ihr mit unglaublichem Glück. 31 gegen 39 Supply. Guck mal. Und der hatte auch noch ein Level Up. Das heißt, er hatte vorher so 30, 40 HP. 13 HP für den Footman. Aber wir den Creep auch noch. So, ja, aus dem Handgelenk. Wir sehen, haben eben die beiden Spieler sehen dürfen. Creept jetzt hier den Sasquatch. Lightning Shield. Also ich wette, damit tötet er sich selber irgendwie 30 Archer oder sowas. Ja, habe ich irgendwie so ein Gefühl. Könnte gut sein bei der bisherigen Performance, wie man so schön sagt, in Anglizistisch. Findet hier noch Belt of Giant Strength, plus 6. Also ich gehe ziemlich jede Wette, dass er den Baum wieder abgerissen bekommt von Spell. Ich gehe ziemlich jede Wette... Ja. Jetzt holt er sich einen Goblin Zeppelin. Und obwohl... könnte man hier physikalisch, glaube ich, berechnen, wie lang der Weg ist und dann gleichzeitig auch braucht hier noch ein Engine of Wonders. Ah, könnte knapp werden, Jan. Er ist jetzt auch noch in der Nähe. Wo ist denn eigentlich der Demon Hunter? Da kommt der Zeppelin. Da ist er. Sieht schlecht aus. Ich glaube, der Baum geht wieder da. Hat er einen Taumfall dabei, der Archmage? Ja. Mann, lass ihm doch einmal den Baum, was soll denn der? Geh doch einfach auf die Footman, Junge. Ja, richtig. Ja, viel zu spät. Nee, trotzdem gut. Kann ich nicht einmal in den Baum lassen. Ja. Aber zwei, drei. Nimm ihn. Jetzt, oh, der abstürzt. Und da stürzt er ab. Alles tot. War da was drin? Ja. Ich glaube, zwei Footman. Das wird er überleben. Ja, vier. Aber der Baum ist wieder platt. Also, da war so ein bisschen Lag bei Bash, muss man sagen. So von hingrennen zur Expansion bis hin zu, hey, ich könnte Lightning Shield nutzen. Ja. War eindeutig zu lange zumindest. Die Expansion von Spell ist auch gut geschützt. Jetzt wird er sich denken, oh Mann, habe ich die ganze Zeit nicht gescoutet, bestimmt eine Fast Expansion. Und recht hatte, war eine Fast Expansion. Wiederum der endlose Versuch von Spell. Spell inzwischen auch mit 1400 Gold, also er hat einiges schon angespart. Side Tower. Und ein Goblin Shredder. 41 gegen 46. Also von den Armeen her eigentlich auch noch total ausgeglichen. Und Bash versucht mal wieder hier oben.
Ne? Gucken wir mal eben hin. Ja, da oben, ne? Baut wieder mal einen Baum auf. Die Erfolgsaussichten sind recht gering. Zeigt uns die Erfahrung. Ja. Von irgendwie 8 Fällen, in denen Bash versucht hat, gegen Svel eine Expansion aufzubauen, ist es ihm bislang nullmal gelungen. Jetzt könnte er ihn ganz mies erwischen, denn Svel ist nur mit 2 Footmen unterwegs. Ich weiß nicht, auf was er da geht. Na doch, wieder 2 Kane Sanctum und einen Workshop. Also eine ganz übliche Strategie. Jetzt, mieser Creep-Check, der muss, ja, und Svel nutzt auch sofort sein Town-Portal. Bash fokussiert den Mountain King, als wird nicht reichen. Aber war schon verdammt knapp, wenn wir uns das mal anschauen. Hallo? 150 Hitpoints. Ah, das ist wirklich das genial. Von Svel. Also, ja. Portelt sich nach oben. Und jetzt, und jetzt ist auch noch ein Goblin Zapper. Bam. Ja, also muss man nichts mehr zu sagen, finde ich. Das ist schon, das ist auch schon verdammt clever gemacht einfach von ihm. Auf jeden Fall. Also ich hätte mich wahrscheinlich wieder in meine Base geportelt. Also wenn du Bash gewesen wärst, wäre die Tastatur quer in der, im Monitor gelandet. Da bin ich mir eigentlich fast sicher. Da kannst du von ausgehen. Vielleicht werden wir das auch gleich nochmal sehen. Ich wenn ich dich dann so unglaublich verhauen werde. Ich hoffe ja. Oh Mann, Jan. Aber wir sollten das nicht machen. Ich werde dabei immer so emotional. Also 6. Vielleicht sollten wir dir vorher das Mikrofon abnehmen. Guck mal, wie viele Einheiten Spell in seiner Base quasi schon angesammelt hat. 76 Supply. Hat er relativ schnell jetzt gepumpt. Ist auch sehr lange unter 50 Supply geblieben. Das ist. Jetzt will er auch mal. Verzweiflung. Er will jetzt auch mal gemein sein, auch mal eine Expansion abreißen. Aber jetzt kommt der Port und dann ist Bash, dann ist Svel so unglaublich gemein zu Bash. Gott, das wird so wehtun. Aspel, der Portal gerade, das war echt. Deluxe, oder? Aber jetzt wird er ihn vergewaltigen. Das war's. Dann sind wir hin. Erster Bär jetzt im Focus Fire, erster Bolt. Kommt der noch weg? Ja, schön gemacht. Erste Dryade muss jetzt aber auffallen. Jetzt mit Lightning steht, das könnte vielleicht was bringen. Aber sollte vielleicht ein bisschen näher rangehen. Kein Dispel besser. In diesem Augenblick Dispel. Bringt er mal, schön gemacht. Level 4 jetzt hier. Guck mal, alle 44 gegen 75. Naja. Dunkelroten Bereich. Aber hinten gegen die Caster sieht es vielleicht gar nicht so schlecht aus. Hm, vielleicht noch ein Spellbucket, den er mitnehmen kann. Ja, was für Round. Die Naga sagt na, hier. Jetzt der Bolt gegen die Naga. Zack. Nein. Ha, gesehen. Schön gemacht. Trotzdem tot. Nochmal geburnt, aber kam er ja nicht raus. Jetzt also ich setze ziemlich viel drauf, dass jetzt der zack. Da ist er, der Snowhound gegen den Demon Hunter. Kein Townport dabei. Gute Nacht, Marie. GG von Mausgeil Bash. Und wir dürfen verkünden, glorreich konnte sich Svel 2-0 hier durchsetzen. Und das heißt, wir haben den letzten Finalisten auf den ESL Pro Series Finals. Nummer 8 und das ist kein geringer als Ming Nguyen oder wie er auch noch heißen möchte. Vielen von euch bekannt auch als Mausgeil Svel. Fassen wir kurz zusammen, wer ist also auf den Finals dabei? Miu, Proteus, Hanf und Svel. Richtig. Wir lassen uns das alles nochmal durch den Kopf gehen, machen eine ganz kurze Pause, sind dann gleich zurück. Ich vermute mit einem kleinen Showmatch noch, mit Zuschauern und Spielern, also bleibt dran, bis gleich. Und natürlich Counter-Strike, dürfen wir nicht vergessen. Gaming Grade Performance. Logitech.
take your chances at betog.com. Ja, wunderbar. Willkommen zurück zum Nachinterview in unserer wunderschönen Interview-Area mit Spell und Bash. Die beiden dürfen jetzt jeden Moment hinter mir auftauchen. Das hoffe ich zumindest. Ansonsten kann ich hier wunderbare Selbstgespräche führen. Anschließend, nach diesem wunderbaren Interview, machen wir ein kleines Showmatch. Also da spielt zum einen Bash mit einem Zuschauer hier aus der Halle gegen Spell mit einem Zuschauer aus der Halle. Zumindest da kann Bash sich dann vielleicht seine ganz, ganz kleine persönliche Revanche holen. Bis die beiden da sind, wir haben es eben schon mal gesagt, blicken wir noch mal kurz auf die Finals, die nächstes Wochenende von Freitag bis Sonntag in der Kölner Messe stattfinden. Da sind dabei Titelverteidiger Miu, der Vorjahreszweite Spell, der Vorjahresdritte Hanf und der einzige Spieler, der letztes Jahr nicht dabei war, ist Proteus. Aufsteiger aus der EAS, direkt den Durchmarsch auf die Finals. Dazu können wir vielleicht auch die beiden Spieler nochmal fragen. Die kommen jetzt auf die Bühne. Ja, ich hoffe, sie kommen jetzt auch. Spell und Bash. Na, da sind die beiden. Ich sehe ein zufriedenes Lächeln bei Spell. Bash sieht auch zumindest gefasst aus nach diesem Spiel. Ich muss sagen, auf der ersten Map, um die beiden erst nochmal Revue passieren zu lassen, hat er einfach besser gespielt, oder? Ja, das Match war ein bisschen unglücklich für mich und dann auf der zweiten Map war halt die Motivation weg. Ja, und dann war es nicht so gut. Also auf der ersten Map, was würdest du sagen, wo dann es gelegen hat, glaube ich, ein paar Mal recht klug auch deinen Hero surrounded, als er Militia nachgeholt hat und so weiter. Würdest du da sagen, das war einfach eine überragende Leistung oder hast du da Fehler gemacht? Ja, er hat zum ersten Mal, glaube ich, richtig trainiert für ein Spiel und dann ist er halt extrem stark und ich war halt auch nicht mehr so konzentriert, nachdem es schon feststand, dass ich nicht mehr auf die Rehle kann. Ja, und ich gratuliere ihm, dass er es geschafft hat. Jetzt geht's für dich auf die Rehle, du hast eben angesprochen, wer erwartet dich da als Gegner? Zum einen Korgnoll erwartet dich da aus der EPS. Wer ist da noch dabei? Weißt du das auf dem Kopf? Ich glaube Freezer und Atom und dann die aus der EAS. Das sind dann so Leute wie zum Beispiel Impact oder andere SK06 Nachwuchsspieler. Wahrscheinlich, was rechnest du dir da für Chancen aus? Eigentlich in deiner normalen Form müsstest du ja dicke packen. Ja, ich glaube schon, dass ich sehr gute Chancen habe und ich soll doch eigentlich das schaffen, also es wäre schon eine große Enttäuschung. Ja, das will ich wohl meinen. Also der Bash wird's packen, kommen wir zum Spell, der jetzt auf den Finals dabei ist. Wie groß waren die Erleichterungen, nachdem er die erste Map gewonnen hat? Ich denke, das war die, wo du wusstest, wo es wirklich drauf ankommt. Ja, auf jeden Fall. Die erste war die entscheidende Map. Also auf der zweiten habe ich das locker Sona gespielt, ohne Nervosität. Hat man, glaube ich, auch gesehen. Aber ich war auf jeden Fall sehr froh, nach der ersten Map das gewonnen zu haben. Ist es dir denn schwer gefallen oder hast du das Gefühl, das geht ja leicht von der Hand? Also auf der ersten Map war ich sehr, sehr glücklich, dass ich ihn immer halt angreifen konnte, wenn er nicht vorbereitet war. Dadurch habe ich dann halt mir viele Vorteile erspielt und habe das dann halt dann runtergespielt. Jetzt geht's auf die Finals. Gegner da werden unter anderem sein Proteus, Hanf und Miu. Würdest du sagen, im Vergleich zum letzten Jahr ein stärkeres Teilnehmerfeld oder ja, überhaupt wird es dir schwerer fallen, nach dem Titel zu greifen? Also es ist für mich so schwer, dass ich halt noch ein Match mehr trainieren muss für die Finals. Ich denke, letztes Jahr waren sie auch schon sehr gut besetzt und dieses Jahr halt dann, also ich würde sagen, genauso gut besetzt. Läuft es denn am Ende wieder darauf hinaus, auf das Finale zwischen Miu und dir, wie es bei den letzten zwei Seasons schon war? Also es kann gut sein. Ich denke, dass Miu auf jeden Fall wieder stark spielen will. Und also ich werde auch mein Bestes geben. Da müssen wir mal sehen, wie wir es jetzt ausgehen wird. Aller guten Dinge sind drei, denke ich. Der dritte Anlauf auf den EPS-Finals. Jetzt endlich muss doch mal ein Sieg her. Ich meine, wenn du es diesmal nicht packst, wann willst du es dann noch packen? Also ich denke, auch für dich zählt also diesmal oder gar nicht mehr wahrscheinlich. Ja, das wird wahrscheinlich so aussehen. Also ich werde mich auf jeden Fall nochmal ganz doll vorbereiten und dann halt motiviert ins Spiel gehen dann. Also Spell freut sich auf jeden Fall auf die Finals. Bash freut sich auf die Rede, mehr oder weniger. Wir verabschieden uns vom 10. IBNG, vom letzten IBNG der Saison, der 8. EPS-Saison, mit einem interessanten WC3-Spiel, einem interessanten Counter-Strike-Spiel und vor allem unglaublich fantastischen Publikum. Auf jeden Fall, wir sehen uns wieder höchstwahrscheinlich nächste Woche bei den ESL Pro Series Finals der Season 8 im wunderschönen Köln. Bis dahin auf jeden Fall eine wunderschöne Woche, bis nächstes Wochenende. Ciao. Bis dann. Nochmal einen Applaus aus Hamburg.